Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen. Ich fühle mich heute ein bisschen wie in Frankreich. Obwohl ich eigentlich in Wien bin, in einer ganz besonderen französischen Bäckerei und Patisserie, in Paris. Passenderweise hat es seinen Sitz in der Bäckerstraße, in der Wiener Innenstadt. Seit fast 3 Jahren führen die Gründer Patricia Petschenik und ihr Partner Rémi Soulier nun schon das Paris. Die beiden haben sich mit ihren authentischen Baguettes, den Croissants und den vielen süßen Köstlichkeiten in kürzester Zeit einen guten Namen gemacht. Ich plaudere heute mit Patricia, die für die süßen Seiten des Paris zuständig ist. Liebe Patricia, schön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir plaudern können, auch wenn ich im Vorfeld ein paar Mal über deinen Namen gestolpert bin. Ich gebe es gleich bei den Hörern zu, es war nicht ganz einfach, aber ich hoffe, es hat jetzt gepasst. Hat gepasst, bonjour, freut mich. Sehr schön. Ich glaube, wir fangen gleich an, Patricia, ja. Wie du überhaupt zur Patisserie gekommen bist. Ja? Was waren deine Beweggründe? Ja. War das schon immer dein Wunsch? Ja, es war schon immer mein Wunsch. Also ich bin in die französische Schule, ins Lycée Français zur Schule gegangen. Und somit bin ich wirklich sehr mit der Patisserie schon aufgewachsen, weil ich mehrmals schon in Frankreich war. Und zu Hause, ich habe immer schon gebacken. Und ja, genau, also als Kind sehr früh schon ist die Liebe zur Patisserie sehr früh gewachsen. Und auch ich habe es geliebt, immer den Tisch zu dekorieren oder meine Eltern in der Früh zu überraschen mit einem Frühstückstisch. Genau, und irgendwie ist das da entstanden. Super. Ja. Aber deine Eltern selbst, die kommen nicht aus dem Nein, Bereich? Nein, gar nicht. Niemand. Okay. Niemand in meiner Familie kommt aus dem Bereich, genau. Und der Wunsch, das zu machen, der war einfach Der war da. Einfach so groß, genau. Aber mir war es wichtig, dass ich meine Matura noch abschließe in meinem Back und dass ich gleich danach dann die Patisserie-Schule mache. Du warst ja dann in genau, Paris? Genau, und dann war ich in Paris, genau. Wie viele Jahre hat die Ausbildung gedauert? Die Ausbildung hat 1 Jahr gedauert, daher, dass ich halt schon die Matura hatte. Genau, das war so ein Intensivkurs quasi, genau. Mhm. Und dann habe ich 3 Jahre in Frankreich dann noch gearbeitet. Okay. Genau. Ja. Und wo warst du überall in Frankreich? Wo hast du sozusagen deine Fähigkeiten dann perfektioniert? Ja, ich war in Gérardmer, das ist so wie hier Diemel, so in die Richtung ist es, genau. So eine ältere, sehr ältere Patisserie, auch Bäckerei. Genau, dort habe ich eigentlich das meiste gelernt. Dann war ich in einem Hotel, Hotel Les Bains. Genau, das war eher so ein moderneres Hotel. Ja, und dann habe ich viele Kurse auch gemacht. Bei Valrhona habe ich Kurse gemacht. Dann bei Cédric Rollet, das ist ein berühmter französischer Patissier. Genau, und so habe ich meine Erfahrung dann gesammelt in Paris. Und was waren die schönsten Dinge, an die du dich erinnern kannst während deiner Ausbildung und auch die schrecklichsten? Während meiner Ausbildung, also während der Schulzeit, alles zu lernen von der Basic, also von der Basis her jetzt, bis zur Schokolade. Ja, das war wirklich sehr interessant. Also sehr vielseitig, das Ganze. Ich meine, wo sind denn überhaupt die Unterschiede zwischen der Ausbildung jetzt auch, was Frankreich und was Österreich betrifft? Kannst du das beurteilen oder weißt du zu das wenig weiß ich über zu die wenig, Ausbildung? Weil ich eben nur hier in Frankreich. Mhm. Okay, du hast alles in Österreich gar nichts in gemacht. In Österreich habe ich gar nichts gemacht, genau. So kann ich das jetzt gar nicht beurteilen oder vergleichen, genau. Aber das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ja. Warum eigentlich französische Patisserie? Ich meine, die Wiener Küche hat ja eine große Mehlspeisentradition und es gibt ja auch hier wunderbare Torten. Sicher. Aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, da dass meine Eltern mich seit dem Kindergarten in die französische Maternelle geschickt haben und dann war ich halt im Lycée. Ich glaube, so ist irgendwie der Bezug zu Frankreich gewachsen. Ja, genau. Ich glaube, so ist das irgendwie entstanden. Ja, weil mir geht es ja so, ich spreche zwar kein Französisch, aber ich bin wahnsinnig gerne in Frankreich. Ich liebe die französische Kultur, das Essen und alles. Es ist wunderbar, aber immer wenn man in Paris ist oder ist ja auch egal, in einer anderen schönen Stadt, wo es halt auch Patisserie gibt und man schaut dann in die Auslagen, dann sind das wahre Kunstwerke. Ja. Und wenn ich es dann mit Wien vergleiche, Kuchen darinnen sind sehr schön, ist anders. Aber es ist anders. Man kann es nicht vergleichen. Es ist anders von der Art her.
in Frankreich ist es ein bisschen feiner, das Ganze. Kann man so genau sagen. Genauso kann man sagen. Aber in Wien ist es ein bisschen deftiger. Also in Österreich ist es ein bisschen deftiger. Genau. Aber ich liebe österreichische Kuchen und Germknödel und Kaiserschmarrn und Mondtorte, Sachertorte. Genau, das sind halt zwei unterschiedliche Arten. Ja, ja, es ist ein bisschen gröber, es ist ein bisschen deftiger, das Ganze auch. Ja, ja, das stimmt. Und von der Ästhetik ist es halt anders, ja. Ja, genau. Aber dich hat das Französische einfach mehr. Das Feine, Kleine. Ich liebe alles mit meinen Händen und so kleine Sachen zu machen und zu dekorieren. Genau, die Finesse, das gefällt mir sehr gerne. Das war für dich eigentlich der Ausschlag. Aber warum sich die Patisserie so unterschiedlich entwickelt hat? Ich meine, es hat ja sowohl in Österreich jetzt mit den Habsburgern auch bei den Franzosen, also sozusagen durch den Adel heraus, hat sich ja da auch viel entwickelt, dass die Küche da sozusagen so andere, sozusagen die Patisserie genau, andere Wege gegangen ist. Genau, Küche und Patisserie ist mehr sehr unterschiedlich. Ja, also, ja, klar. Ist Ansichtssache, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, in Frankreich irgendwie, was Patisserie jetzt betrifft, sind ein bisschen mehr voraus, weiterentwickelter, finde ich jetzt. Sie testen mehr Sachen, sind irgendwie, trauen sich mehr. Also du meinst experimenteller? Ja, ich finde schon, ja. Aber auch bei den Zutaten? Ja, sie haben auch mehr Zutaten und ich weiß nicht. Also wenn ich so vergleiche, hier ist es schwierig, von der Auswahl her, es ist schwieriger, hier etwas zu bekommen in Österreich, als jetzt in Frankreich. Mhm. Ja, von manchen Produkten her oder auch von Gemüse, Obst und so weiter. Okay. Ja, genau. Bei Gemüse und Obst, das stimmt schon. Das die Märkte sind viel reichhaltiger. Genau, ja. Also genau. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Aber das bringt mich auch zu einer Frage jetzt hier. Ihr habt ja die Bäckerei, die dein Partner macht und du machst die Patisserie im Prinzip. Was sozusagen kriegt ihr aus Frankreich? Also ich habe gelesen, ihr bezieht die Mehle natürlich. Das Mehl, also nicht alles, also aber wir beziehen unser Mehl für das Baguette und für Le Vin, für das Weizensauerteigbrot, beziehen wir aus Frankreich. Mhm. Aber für das Roggenbrot, da beziehen wir das Mehl aus der buckligen Welt. Genau. Ja. Weil die Qualität ähnlich ist. Für das Roggenbrot, wir haben ja super Mehl. Aber sozusagen, wenn ihr den französischen Standard habt, dass es dem mehr entspricht, so wie es in Frankreich gemacht wird. Weil Baguette gibt es ja mehr in Frankreich als in Österreich. Das ist klar, ja. Genau. Aber was ist der Hauptunterschied beim Mehl? Ich meine, man unterscheidet ja eigentlich den Mahlgrad. Genau, den Mahlgrad. Und genau. Sozusagen wie... Und auch die Farbe her. Also wie viel Mineralstoffe im Korn noch enthalten sind, also welche Schichten noch mit vermahlen werden. Genau. Und was sind da die Unterschiede? Oder spielt es mehr in der Bäckerei eine Rolle, weniger in der Patisserie? Weniger in der Patisserie. Also ich muss ehrlich zugeben, in der Patisserie ist es ganz egal. Also ich könnte da jetzt auch ein anderes Mehl verwenden. Okay. Ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied ist. Genau. Okay, das also heißt, es ist wirklich mehr mit, was der Remis macht, also mehr die Baguette, also Baguette und das Brot, Weizensauerteigbrot. Mhm. Genau, wo ihr auf die Mehle aus Frankreich zugreift, weil die einfach eine andere Art der Vermahlung ganz auch haben. Und deshalb verwende ich auch das französische Mehl für die Patisserie, weil wir es eben halt da haben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt weniger gut wäre. Wenn da würdest du sagen, wenn jetzt jemand das anstrebt, ein wenig in die Richtung zu gehen, kann er jetzt auch die klassischen Typen, die natürlich, es halt in Österreich gibt. Klar, okay. Klar. Und abgesehen jetzt vom Mehl, was bezieht ihr? Was wir noch aus Frankreich beziehen? Die Schokolade. Ja. Wir haben Valrhona-Schokolade, Und die ist natürlich mit der qualitativ ich immer sehr schon toll gearbeitet. Und die ist sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Was beziehen wir noch aus Frankreich? Käse, und Saucisson, also die französische Salami, französische Essiggurken. Da muss man vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die eure Bäckerei und die Patisserie nicht kennen, es gibt auch ein süßes kleines Lokal, das angeschlossen ist, wo man auch frühstücken kann, wo man Mittag essen kann. Ich glaube, ihr habt es von Montag bis Samstag bis abends. Von Dienstag bis Samstag, von 8 von bis 18 Dienstag, Uhr, genau. Genau, das ist ja schon Dienstag. Genau. Ja, super. Eben, und wir bieten auch so kleine Salate, dann Sandwiches an, genau. Aber und den Käse dafür, den bezieht ihr auch aus Frankreich. Ja. Und ich nehme an, soweit ich das auf der Weinkarte gesehen habe, auch den ein oder anderen Wein. Oder auch die Butter. Die Turierbutter haben wir auch aus Frankreich. Die braucht ihr ja auch für den Blätterteig. Für den Blätterteig, genau. Okay. Aber wir haben
Beides. Wir haben französische Butter, aber auch österreichische Butter. Also er verarbeitet da beides. Genau. Aber um auf den Blätterteig zu kommen, der ja für dich auch ganz wesentlich ist, ja, und ihr macht ja auch jeden Teig selber, ja, also bei euch gibt es ja nichts Fertiges. Genau. Warum wird das mit einer österreichischen Butter nicht gehen? Was ist da? Doch, es würde schon gehen, aber diese Turierbutter, die ist schon so flach gedrückt sozusagen, genau. Und da ist auch an Wasser schon entzogen, genau. Dass das dann in der Verarbeitung leichter ist. Ja, ganz genau. Genau. Das gibt es bei uns gar nicht, oder? Das gibt es bei uns nicht, genau. Das heißt eben Turierbutter ist genau für das geeignet. Okay, sehr spannend. Okay. Aber wir haben es auch schon öfters mit normaler Butter gemacht und haben es einfach selber runtergeklopft. Ist auch kein Problem, kann man auch machen, genau. Aber es ist ein Erleichterung. Es vereinfacht es, genau. Okay. Und ansonsten, die Zutaten kommen halt von eurem Lieferanten. Ich meine, achtet ihr da auch auf das Ganze, das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ja. Bio ist ein Thema. Also wo Bio haben wir jetzt nicht, aber wir versuchen wirklich auch kleine Produzenten zu haben, zum Beispiel unser Eierlieferant, der ist ein ganz, ganz, ganz lieber und er macht das alleine, heißt Heidecker, von den Eiern, das sind so Freilandhühner. Die kommen aus Niederösterreich, oder? Ja, genau, aus Tulln kommen die. Mhm. Wir versuchen, dann haben wir von Salaten, Obst und so weiter, versuchen wir auch saisonale Sachen zu nehmen, genau. Also kriege ich im Winter bei dir keine Erdbeertörtchen? Nein, keine Erdbeeren, keine Himbeeren. Ja. Da versuchen wir mehr auf Nüsse zu gehen oder auf Karamell. Schokolade. Genau, man freut sich auch dann, finde ich, wenn immer was Neues ist, je nach Saison. Ich finde das auch schön. Genau. Also ich glaube auch, dass Gastronomen da ein bisschen eine Vorbildfunktion haben. Ich auch, zu sagen, nein, jetzt ist Dezember und jetzt gibt es halt Marzipan und Schokolade und was auch Nüsse, immer. Es gibt Nüsse, gibt es alles Mögliche. Gibt ja so viele verschiedene Sachen, die man verwenden kann. Mhm. Genau. Ja. Na, sehr schön. Also das heißt, das ist euch in der Tat wichtig. Ja. Aber gehen wir mal zu deiner Arbeit, Patricia. Ja. Wie? Ja. Patricia, jetzt sage ich schon wieder Patricia. Ich sage Patricia. Kein Problem. Patricia. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr macht ja jeden Tag eure Sachen frisch. Ihr habt jetzt also der Remy macht die Bäckerei, du machst die Patisserie. Genau. Also jetzt mit unserem Team gemeinsam. Mittlerweile haben wir das Unterstützung. Das wäre die erste Frage. Ja, wie viele Leute unterstützen dich jetzt dann einmal? In der Patisserie habe ich zwei, genau. Also ihr seid zu dritt? Wir sind zu dritt, genau. Und wann startet ihr jeden Tag? Also wir starten, also unser erster Patissier in der Früh, der startet um 6 Uhr, der bereitet alle Sachen vor, schickt alle Sachen nach vorne, und die zweite Person kommt dann um 9.30 Uhr bis 18 Uhr am Abend, Also ihr schaut, dass ihr immer zwei Schichten habt. Ja, genau, zwei Schichten, dass es immer frisch ist. Uns ist wichtig, dass wir nicht in der Früh alles rausschicken, sondern Step by Step, also immer Schritt nach Schritt. Und wie viele verschiedene Arten von Patisserie gibt es so an einem Tag? Gibt es ein Standardprogramm? Genau. Und immer dann, was halt dazu kommt, wo ihr auch sagt, da haben wir jetzt, frische Erdbeeren oder Himbeeren, weil jetzt gerade die Jahreszeit ist. Also bei uns ist so, von Dienstag bis Freitag haben wir immer so ein Standardprogramm sozusagen. Mhm. Genau. Und am Samstag machen wir dann ein paar, zum Beispiel größere Torten dann auch, die wir in die Vitrine stellen. Genau. Weil am Samstag ist... Kaufen die Leute dann auch die größeren einfach fürs Wochenende. Familienessen, oder? Ja, sehr schön. Genau. Du und... Was gehört zum Standardprogramm? Genau, also wir haben unterschiedliche Sachen, also was jetzt in der Patisserie betrifft. Da haben wir einmal die Patisserie, die wirklich Patisserie, das ist jetzt wirklich so zum Beispiel wie eine Tartsaison, das ist so ein Mürbeteig mit Vanillecreme und frischen Früchten. Oder wir haben eine Claire au Chocolat, das ist so Brandteig gefüllt mit Schokoladecreme. Dann haben wir rennt schon das Wasser immer zusammen. Dann haben wir ein Moelleux au Chocolat, das ist ein Schokoladekuchen. Dann haben wir Le Pistache Framboise, das ist ein Macaron mit innen drinnen einer Pistaziencreme und Himbeeren und Himbeermarmelade. Genau, dann haben wir den Le Citron, das ist eine Zitronencreme mit Pinienkernkrokant und außenrum ist eine weiße Schokolade und oben drüber ist ein Rosenblatt. Klingt alles köstlich, aber Patricia, sind das alles Kreationen von dir sind das Kreationen, die du im Laufe deiner Ausbildung übernommen hast, oder? Also der Le Citron, das ist wirklich eine Eigenkreation, Alles andere natürlich, Eclair au Chocolat gab es ja schon immer, aber ich versuche alle meine Rezepte auf meine Art und Weise halt zu verfeinern, Und natürlich inspiriert man sich, das ist auch
Genau, das, ja, das macht auch schön, jeder, ja. Genau, und das macht auch Spaß. Aber ich versuche dann wirklich jedes Dessert dann auf meine Art und Weise oder gemeinsam mit unserem Team auf unsere Art und Weise, genau, das dann halt so. Wie lange dauert es, bis so eine kleine süße Köstlichkeit dann auch wirklich in der Vitrine stehen darf? Manchmal ist es ganz unterschiedlich, manchmal innerhalb von einem Tag, manchmal innerhalb von Monaten, genau, es ist. Also wo ihr auch ausprobiert, wo er kostet, genau, wo du einfach auch die Cremen, die Mousse und so abschmeckst, dass das halt deinen Erwartungen entspricht. Dann testen wir gemeinsam und schauen mit dem ganzen Team zusammen, was passt. Da auch vom Team kommen öfters Ideen. Das finden wir auch ganz toll, wenn jeder irgendwie versucht, seine Ideen da irgendwie zu präsentieren, dass wir gemeinsam austauschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man alle da involviert, genau. Ja, super. Ja. Und dadurch, dass ihr auf die Jahreszeiten schaut, gibt es ja dann auch immer wieder was anderes. Ganz Man muss ja auch sagen, im Sommer mag man ja auch andere Törtchen essen als beispielsweise im Winter. Genau, ja, da kann es dann durchaus etwas üppiger sein, würde ich sagen. Genau, ja. Dann haben wir noch Fruchtsalat, das ist ein saisonalen Fruchtsalat. Mhm. Dann haben wir ein Granola, ein hausgemachtes Granola. Das auch unter deiner Ägide entsteht. Ja, genau, ganz genau. Das ist auch ganz wichtig. Das Granola, das habe ich zu Hause irgendwie schnell irgendwie zu Hause gemacht und irgendwie ist es dann hier gelandet. Sehr genau. Schön. Ja. Und alles, was, also sozusagen Beurre au Chocolat und die Croissants, das ist unter der Ägide von Rémy. Ja. Aber wir versuchen auch gemeinsam, also... Wir machen irgendwie jetzt alles gemeinsam. Klar, natürlich ist Croissant, Baguette mehr Rémy, aber wir versuchen, uns gemeinsam auszutauschen, gemeinsam die Ideen dann irgendwie, dass wir gemeinsam testen und schauen, was man besser machen könnte. Oder, Na gut, am Croissant kann man wahrscheinlich nicht viel besser machen, manchmal oder? Immer wieder, genau. Wir schauen halt immer, dass die Qualität dass wir sie beibehalten, die Qualität, weil es auch wetterbedingt, wenn es beispielsweise heiß draußen ist, dann schmilzt die Butter schneller oder genau. Gut, aber ihr werdet dann auch merken, dass die Kunden andere Sachen kaufen, oder? Also wenn es ganz heiß natürlich, ist. Natürlich, merkt ihr das natürlich auch und könnt es dann ja auch anpassen in der Backstube. Aber von der Ausgangsbasis her, weil das sind doch relativ eine breite Palette. Ich meine, ihr macht Mürbeteig, ihr macht Bandteig, ihr macht Blätterteig, aber die Füllungen sind dann doch schon sehr variantenreich. Ja, genau. Ja. Also das ist schon, seid ihr ja wirklich gut beschäftigt. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass ihr sagt, wir backen jetzt nicht alles, um 3 Uhr stehen wir auf und dann ist alles fertig, sondern dass ihr immer wieder auch... Also unsere Philosophie ist wirklich, dass wir täglich mehrmals, wirklich stündlich, halbe Stunde immer frisch backen. Ja, das ist wirklich unsere Philosophie. Einfach frisch und daher, dass wir auch alles vor Ort produzieren und wirklich einer der wenigen sind oder fast der einzigen, haben wir halt den großen Pluspunkt, dass wir wirklich ständig frisch backen können, es frisch nach draußen bringen und dass die Leute halt dann was Warmes oder noch ein lauwarmes Croissant essen. Und was sind so die Highlights? Was lieben eure Kunden? Jetzt lieben natürlich das Croissant, Pain au Chocolat, Baguettes, dann Le Pistache Framboise kommt sehr, sehr gut an, Granola, dann die Salate, Das ist schön. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal auf deine Ausbildung zurückkommen darf, diese Feinheit der französischen Patisserie, wie muss ich mir die Ausbildung vorstellen? Also da gibt es sicher einen praktischen Teil, da gibt es einen theoretischen Teil. Also wie viele Leute seid ihr da? Wie ist das? Genau, also ich war in einer Gruppe mit ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber ich glaube, wir waren so um die 15 bis 20 Leute, genau. Da gibt es eben einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Und man ist halt die ganze Zeit am Lernen, also wie von Anfang an, wie man den Teig macht. Mürbeteig lernt man zuerst, dann die ganzen Cremen, dann Schokolade. Ja, also man arbeitet sich von Anfang bis ganz klein rein. Also zum Beispiel das Pralinenmachen wäre jetzt auch dabei ein Teil, oder? Genau. Aber sind so Themen wie Eis, spielt das auch eine Rolle in der Ausbildung? Genau, Eis war auch dabei, Schokolade, Skulpturen war auch dabei. Es war wirklich alles dabei. Natürlich eher kompakt und kurz und schnell das Ganze, aber es war alles dabei. Und dann hast du auch, bevor du den Abschluss machst, habt ihr auch eine Prüfung. Habt ihr eine Prüfung, aber auch, dass mir das Wort jetzt gerade einfällt, Praktikum.
Genau, also das, ein Praktikum ist danach auch, genau. Und dann stürzt man sich in die Arbeitswelt, genau. Aber am meisten lernt man, also jetzt Remy und ich, wir beide lernen halt am meisten, also haben am meisten gelernt in der Arbeitswelt. Da lernt man dann wirklich, wie es tatsächlich ist und genau. Habt ihr euch in der Schule kennengelernt? Nein, wir kannten uns schon kurz davor, genau. Weil der Remy war vor mir in der Schule, in der Ferronsie. Ihr seid ja beide ins Lycée gegangen. Genau. Der Remy ist älter als ich, daher kannten wir uns halt vorher nicht. Und durch meinen Bruder, mein Bruder kennt halt den Remy, genau. Und so war ich halt neugierig und wollte mich halt austauschen und habe den Remy angesprochen, ob er mir ein bisschen was über die Schule erzählen kann. Okay. Genau, und so haben wir uns halt dann verliebt und kennengelernt und sind dann gemeinsam durch Zufall nach Paris. Super, aber dann habt ihr beide sozusagen an eurer Ausbildung gearbeitet. Genau, und Remy war schon früher fertig als ich, genau, und hat währenddessen halt gearbeitet und ich habe halt die Ausbildung gemacht und im Zuge dessen dann gearbeitet, genau. Ja. Und der Entschluss, hier in Wien etwas zu machen, wie ist das zustande gekommen? Ja, also es war von uns beiden immer schon ein Traum, also von mir war es immer ein Traum, eine kleine Patisserie zu haben und vom Remy immer eine Bäckerei. Genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, warum nicht zusammen? Zusammen ist es einfacher und die Kombination aus Boulangerie, Patisserie wäre perfekt. Ja, und dann haben wir uns halt entschlossen, das gemeinsam zu machen. Haben ein Jahr lang geplant mit Businessplan, sind Gründerservice gegangen, haben uns super informiert und ja. Ja, ihr habt das ja auch, muss das sagen, für die, die es nicht können, das ist ja ein wunderschönes altes Gewölbe, Patisserie und die Bäckerei untergebracht sind. Genau, und ich meine, ihr habt das ja auch architektonisch sehr schön gemacht. Genau, wir haben wirklich alles gemacht, von Null geplant, vom Fenster bis zum Boden. Bis aber da hattet ihr auch professionelle Unterstützung, was die Architektur betrifft, oder? Genau, aber trotzdem haben wir wirklich vieles, vieles alleine gemacht, also wirklich alleine. Ja, das, und hat Spaß gemacht, ja. Das ist unser kleines Baby, ja. Ein großes kleines Baby. Na ja, gut, ihr werdet jetzt auch schon 3 Jahre alt. Ja. Und auch die Zusammenarbeit, Patricia, das funktioniert gut. Ihr habt euch die Aufgabenbereiche geteilt. Genau, natürlich, es funktioniert gut, aber es ist nicht immer leicht, genau. Es ist schon schwierig, es ist schon eine Herausforderung. Aber ja, man ist froh, dass man sich gegenseitig hat und man unterstützt sich, man stärkt sich auch. Und ja, man kann sich austauschen. Wenn man jetzt, es hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Kochen zu tun, aber wenn man jetzt vom Unternehmerischen her spricht, was war für euch die größte Hürde, also wie ihr euch selbstständig gemacht habt? Also für uns die größte Hürde war jetzt nicht die Bäckerei oder Patisserie, weil da hatten wir ja schon Erfahrung, sondern die größte Hürde war wirklich der Service, genau, mit Personal. Daher, dass wir wirklich keine Erfahrung hatten und wirklich ins kalte Wasser gesprungen sind. Und ja, also Service und Personal, das war wirklich die größte Herausforderung für uns. Aber habt ihr schlussendlich gemeistert? Genau, anfangs war es schwierig. Ihr habt einfach niemanden gefunden, der euren Vorstellungen entsprochen hat, oder? Ja, wir selber waren auch noch, es war ja ganz neu für uns, und wir selber waren noch nicht wirklich, ja, wir sind halt in die Rolle reingewachsen. Und ja, aber mittlerweile klappt es ganz gut und ja. Wir haben ein super Team und sind sehr stolz jetzt. Ja, super. Ja. Der Erfolg gibt euch ja recht. Plant ihr mal was Zweites zu machen, oder? Wir schließen es nicht aus, aber nein, derzeit im Moment nicht. Im Moment nicht, nein. Und wenn wir etwas Zweites mal irgendwann, wer weiß, also dann wollen wir es wirklich gut überlegt. Ja, wir wollen wirklich die Qualität beibehalten. Und das ist für uns das Wichtigste, genau. Also wir wollen jetzt keine Kette oder eine zweite Filiale, dieselbe Filiale aufmachen. Genau. Aber ja, derzeit. Weil es nicht. Ist wahrscheinlich auch schwierig, man sieht es ja oft, wenn dann jemand zu rasch auch wächst und viele Filialen hat, dann kann man eigentlich, die Qualität leidet fast immer darunter. Ja, ich würde jetzt nicht sagen immer, das wäre jetzt unfair. Natürlich nicht immer, genau. Aber es verliert dann etwas an Charme auch. Ja, das finden wir auch, genau. Ja. Genau deshalb sind wir noch nicht so weit oder wollen noch nicht. Ja. Weil es passt, finde ich, auch die Lage des Lokals. Ihr seid ja... Ja, die Lage passt. Mitten ja. in der Innenstadt. Genau. Ja, um auch so etwas, das Zweites zu finden, ist extrem schwierig. Und so ein kleines Gasserl, das ist halt auch schön. Ja, deswegen auch dieses wirklich ein... Ihr vermittelt es auch mit der Lage schon, dieses Pariser Feeling. Nicht erst nur, wenn man dann in euren Laden hineingeht. Also das empfinde ich auch als schön, jetzt abgesehen davon, dass die Produkte natürlich hervorragend sind,
die er produziert. Und man schmeckt auch die Liebe, glaube ich. Ja. Und da möchte ich ein Thema mit dir anschneiden, Patricia. Da geht es auch darum, was kannst du jetzt, wenn jemand sagt zu Hause, Mann, Wahnsinn, die Törtchen sind so toll und die schmecken so herrlich, ich möchte das auch machen. Mhm. Also welche Tipps hast du für Hobby-Bäcker, sage ich jetzt also einmal? Also ich finde, man kann, also alle meine Patisseries, die habe ich alle zu Hause getestet und also man kann wirklich alles zu Hause machen, ja außer jetzt Croissant vom Remy jetzt, könnte man auch zu Hause machen, funktioniert auch, ja. Warum hast du jetzt beim Croissant, jetzt muss ich mich mal kurz zögern. Croissant ist schwieriger, warum wegen ist dem Blätterteig, also wegen dem Croissant-Teig, genau. Ja. Und der hat ja auch sehr, ein Croissant hat ja auch lange Ruhezeiten. Ganz genau, das ist auf also wie lang dauert sozusagen? Ein Croissant bei uns 2 Tage sowas, genau. Ja, man macht zuerst den Teig, dann lässt man ihn ruhen, dann rollt man ihn aus, dann gibt man die Butter rein, dann lässt man ihn wieder ruhen, dann genauso ein ganzes Also der Prozess zieht sich tatsächlich über... Zieht sich bis zum Backen dann, bis der Teig aufgeht, bis man ihn dann backt, genau, weckt, es dauert, genau. Und bei der Patisserie ist es halt dann einfacher. Natürlich dauert es, man muss alles vorbereiten, aber ja, also zu Hause kann man auf jeden Fall alles machen, ja. Und für das zum Beispiel Blätterteig, das ist ja so ein Thema, da greifen die meisten ja ins Kühlregal. Ja. Aber auch zu Hause, Blätterteig früher, wir haben es auch immer zu Hause gemacht. Was hast du für einen Tipp? Ich meine, vielleicht magst du es kurz beschreiben, wie man Blätterteig macht, weil ich glaube, das ist etwas, an das sich noch nicht viele herangewagt haben. Ja, es gibt verschiedene Techniken und Arten, genau. Ja, Blätterteig ist halt wichtig, dass man die Temperatur respektiert, vor allem mit Butter und mit dem Teig, wenn man es dann zusammen gibt, das schaut, dass man schnell arbeitet. Von der Marmorplatte idealerweise. Ja, ganz genau, genau. Das versucht schnell zu arbeiten. Das Problem ist halt, die Butter darf aber auch nicht zu kalt sein, weil sonst bricht es, wenn man es dann ausrollt. Mhm. Genau, soll so ein Zwischending sein, wenn man es dann ausrollt. Und ja, man muss versuchen, schnell zu arbeiten. Ja, aber du hast ja beim Blätterteig auch sozusagen verschiedene Schichten und Phasen und du musst ihn sozusagen rollen, dann musst du ihn wieder zusammenschlagen. Dann wieder ausrollen, genau. Also wie oft sagst du, ist diese Phase des Zusammenschlagens, Rollens, Zusammenschlagens, wie oft? Es ist unterschiedlich, genau. Also wie oft macht es ihr? Wir machen es bis zu 3-mal, genau. Okay. Ja. Und wie lang dauert der Prozess dann insgesamt, bis der Blätterteig fertig ist? Der Blätterteig geht schneller als jetzt der Croissant-Teig. Der Prozess ist da jetzt vielleicht 1 bis 2 Tage. Genau. Okay, aber durchaus auch immer wieder mit Ruhezeiten dauert es auch so lange. Genau. Und wenn ihr Blätterteig macht, nämlich macht ihr den tatsächlich auch jeden Tag? Nein, den Blätterteig machen wir nicht jeden Tag. Also den kann man durchaus, also ihr in größeren Mengen, wird man als privater Haushalt nicht brauchen, kann ich den schon... Könnte man theoretisch auch im Kühlschrank lagern. Zum Beispiel, wir haben es in den Kühlschrank, wir machen es einmal in der Woche. Kann man, also der hält schon einige Tage im Kühlschrank, oder? Ja, auf jeden Fall, weil wir tun dann schon, wir haben ja verschiedene, vom Flan bis zum Tartfin, tun wir dann schon ausstechen, genau, und das ist in dem Kühlschrank, genau. Ja. Man, die Teige... Man könnte es theoretisch auch einfrieren, aber ja... Ist kein Freund vom Einfrieren. Ich bin kein Freund vom Einfrieren, aber man kann es auf jeden Fall auch machen. Gut, für den privaten Haushalt, wenn man, ist es natürlich nochmal anders. Aber es geht vollkommen, Wir haben auch schon manchmal eingefroren, genau. Aber du machst es nicht gerne. Zum Beispiel zu Weihnachtszeit, wenn wir wirklich viel brauchen und es geht halt auch nicht anders. Dass ihr dann mit der Produktion nicht nachkommt. Ja, ganz genau. Und der Mürbteig, der hält sich ja auch ganz gut. Der hält sich super gut, der hält sich auch eine Woche, genau. Gut, Brandteig muss man frisch machen. Brandteig muss man frisch machen, genau, den machen wir frisch. Und aber was wir machen, den Brandteig, wir machen ihn frisch und tun ihn dann zum Beispiel für die Eclair. Wir tun die Eclair dann schon so dressé in so Spritzbeutel und das schon auf, spritzen oder? Schon vor und schneiden ihn genau vor. Und das kann man aber einfrieren und dann gibt man es raus. Also das ist noch der rohe Teig. Ja, ich verstehe schon. Und dann kommt er erst in den Ofen. Das das macht gar nichts. Okay. Genau. Das heißt, beim Brandteig könnte man das sehr wohl so vorbereiten, dass man sagt, okay, in Form spritzen eigentlich. Genau, in Form spritzen, ungebacken und dann backt man ihn. Aber es geht genauso beim Blätterteig, ist auch kein Problem. Okay. Genau, gut. Das machen so viele, ist kein Problem. Was habt ihr noch für Teige? Außer dann haben wir Mürbteig. Mürbteig hatten wir, gut, den kann dann man... Dann haben wir Brioche.
Ja. Brioche, genau. Das machen wir mehrmals frisch, genau. Beim Brioche-Teig, da gibt es ja auch, den Brioche gibt es ja auch in Wien, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, genau, wie man den macht. Genau, der Französische hat, glaube ich, mehr Butter. Ja, genau, da ist sehr, sehr viel Butter drinnen. Genau, keine Margarine, sondern Butter ist drinnen. Ja. Der Remy, also der macht wirklich das beste Brioche, das ich je gegessen habe. Aber auch da gibt es sehr lange, sage ich jetzt einmal, Rastzeiten, Ruhezeiten, bis der Teig dann fertig ist, oder? Wie lange dauert es da beim Brioche? Ein Brioche geht, glaube ich, innerhalb von einem Tag ist ein Brioche schon fertig, genau. Ja. Und zu lang hält man es vielleicht daheim nicht aus. Also Brioche ist, ich liebe Brioche, das ist sowas Gutes. Ja, das stimmt, das ist köstlich. Ja. Gut, aber bei den Teigen habe ich jetzt irgendwas vergessen, wo, was haben wir denn noch, was du sonst noch eigentlich standardmäßig machst für deine... Dann haben wir noch Quiche-Teig, aber das gut, ist jetzt, Quiche ist jetzt aber, aber sonst, nein, okay, haben wir also das durch. Heißt, das ist eigentlich die Basis für deine... für unsere gemeinsame, Sehr schön. Gut, und dann kommen die herrlichen Cremen. Hast du vielleicht da einen Tipp für Leute, die daheim was machen, wie ein gutes Mousse für ein schönes Törtchen gelingen kann? Oder die Konditorcreme, die Crème Pâtissière, die ist wirklich ganz, ganz einfach, kann man wirklich einfach zu Hause machen. Ja, dann erzähl einmal. Genau, also da kann man, also für eine Crème Pâtissière nimmt man Milch mit ein bisschen Zucker, erhitzt man mit Vanille, Man erhitzt wie viel Milch und wie viel Zucker? Ich glaube, wenn du es nur ungefähr von den Verhältnissen sagen könntest. Wenn man 500 Gramm Milch nimmt, ist es ungefähr 250 Gramm Zucker, sowas. Oder sogar noch weniger. Ich glaube, wir geben sogar weniger rein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Wir versuchen wirklich immer reduzieren und Zucker, damit es nicht zu süß ist. Mhm. Genau. Ja, also dann wird die Milch mit dem Zucker, mit der Vanille erhitzt. Mhm. Echte Vanille nehme ich an. Ich weiß ja, du bist ein Vanille-Fan. Ja, ich bin ein Vanille-Fan, genau. Das heißt, die Vanille wird aufgeschnitten, aufgekratzt. Genau, aufgekratzt, kommt rein. Ja, aber die Schote dann auch noch einmal die dazu? Die Schote gebe ich jetzt nicht Gibst dazu. Du nicht die dazu. Lasse ich trocknen und verwende ich dann wieder und tue es so in einem Blender mahlen. Ja. Dann habe ich so Vanillepulver sozusagen. Okay. Genau. Also ich verwende wirklich alles. Genau. Okay. Also du tust tatsächlich, wie lange? Du trocknest die an der Luft, oder? An der Luft. Also wir trocknen sie in unserem, wir haben so einen Gersch, also mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist. Das ist so, das hat so 40 Grad und dort trocknen sie. So einen Dörrapparat im Prinzip. Ja, genau. Dann machen wir unsere Schokolade drin. Mhm. Und dort trocknest du sie und dann zermahlst du sie tatsächlich und verwendest sie sozusagen wie Granola zum Beispiel. Okay. Genau, da wo du leichte Vanillearomen drin haben möchtest. Ja, also mit Vanille nicht wegwerfen. Man kann alles Mögliche damit verwenden. Das hören sicher viele gerne, dass die Schote auch noch was machen kann. Super. Okay, aber kommen wir zurück. Also man erhitzt jetzt die Milch mit dem Zucker und mit der Vanille. Nebenbei tut man das Eigelb mit dem Rest vom Zucker mit schön schlagen. Wie viele Eier haben wir? Wie viele Eier haben wir da jetzt? Wie viele Eier? Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viele Eier wir da haben. Zwei, drei? Ja, sowas ungefähr. Oder noch mehr, Mehr ist nicht schlecht beim Eigelb. Ja, genau. Und dann schlägt man das gemeinsam mit dem Zucker, sodass es schön schaumig wird. Mhm. Genau. Dann gebe ich dazu Mehl und ein bisschen Maizena. Ganz wenig Maizena kommt auch dazu. Ein Kaffeelöffel, Teelöffel. Ja, genau. So eine kleine Menge. Ja, oder? Genau. Und dann mischt man das gut zusammen, dass keine Klumpen entstehen, dass es schön fluffig ist. Mhm. Genau. Und nebenbei ist die Milch dann schon, fängt sie schon an zu kochen. Ja. Dann schüttet man einen kleinen Teil über die Eiermischung. Mhm. Genau, rührt man es gut um. Dann schüttet man diese Mischung dann zur warmen Milch dazu, gibt es wieder auf den Herd und dann rührt man schön schnell gleichmäßig um, bis halt so eine puddingartige Konsistenz entsteht. Genau, da muss man wirklich gut umrühren, dass nicht die Milch oder der Zucker unten anbrennt. Genau. Auf kleiner Flamme, das ist nicht zu sehr köchelt. Nicht zu klein, aber auch nicht zu hoch. Mhm. Genau. Und und dann fängt es an zu pluppern. Und dann ist sie fertig, genau. Und wir schütten sie dann immer auf ein Blech. Unten drunter geben wir so ein Sealpad, das ist so eine Silikon-Matte. Genau. Dann schütten wir das da drauf und dann oben drauf kommt dann so eine Glassichtsfolie, dass es schön sich verteilt. Es bildet und sich keine Haut und so. Genau. Super. Und dann kühlen wir es ganz schnell runter. Genau. Ja, und diese Creme kann man überall verwenden. Wir verwenden es zum Beispiel für unsere Eclairs.
Da geben wir dann dazu noch Schokolade, genau. Ja. Wenn es dann heißt, geben wir die Schokolade dazu. Da hat man eine super leckere Schokoladecreme. Mhm. Kann man auch so löffeln, schmeckt sehr gut. Oder wir verwenden es für die Tartsaison mit Früchten drauf. Genau. Oder wir verwenden die Crème Pâtisserie auch für unsere Mandelcroissant. Genau. Ach gut, das klingt alles sehr köstlich. Genau. Du und Patricia, die wird dann, ich meine, die stockt ja dann, wenn ihr die kühlst. Genau. Die rührt ihr dann einfach auf. Genau, die wird dann immer, die geben wir dann so auf das Blech drauf, die kommt dann in den Kühlschrank mit Datum und so weiter. Mhm. Und dann, je nachdem, wie viel wir dann brauchen, nehmen wir sie und schlagen sie dann auf. Schlag sie einfach nochmal frisch ganz auf. Ganz genau. Also unbedingt entweder Schokolade dazu, erwärmte, was auch immer dann an Geschmackszutaten dazu kommt. Ja. Aber es ist eine klassische Basiscreme für ganz vieles. Und die machen wir jeden Tag oder jeden zweiten Tag frisch, genau. Weil davon brauchen wir wirklich sehr, sehr viel von dieser Creme. Gut, klar, das ist natürlich... Aber das ist wirklich ganz einfach zu Hause zu machen. Genau. Du, und wenn ich jetzt noch einmal mit Mousse au Chocolat, ist ja immer eine große Geschichte, gehört ins richtige Mousse au Chocolat Butter rein? Oder nur Schlagsahne oder Schlagobers? Ja, es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache, gibt es keine Regel. Nein. Wie liebst du es oder wie machst du es? Ich mache selten Mousse au Chocolat, muss ich zugeben. Genau. Also ich gebe schon Sahne auch dazu. Genau. Ja, okay. Ja. Aber genau. Da gibt es Unterschiede. Es gibt ja bei allem unterschiedliche Philosophien. Ich finde sowieso, man kann ja machen, was man möchte. Also Geschmäcker sind verschieden. Und das ist ja auch schön an diesem Beruf, dass man eben so kreativ sein kann und alles Mögliche testen kann. Und es gibt jetzt kein, das ist besser oder das ist besser, ja. Schön, aber das ausprobieren. Hast du vielleicht noch jetzt, die Vanille war ja schon mal ganz interessant, aber hast du noch so einen kleinen Geheimtipp für die Bäckerinnen, die zu Hause aktiv sind, was du sagst. Genau, zum Beispiel bei Brandteig oder wenn man Makaron zu Hause macht, ist immer schwierig zu Hause, aber man soll ja nicht verzweifeln. Das dauert einfach, bis man es raus hat. Das ist, ich habe selber am Anfang, es war nicht immer leicht. Du meinst mit der Zeit beim Spritzen, dass es beim nicht Spritzen krapfen oder werden? Oder? Ja, ganz genau, dass es nicht krapfen werden. Umso mehr man übt, umso besser wird man, genau. Man lernt ja draus. Ja, aber ist irgendeinen Tipp, wo du sagst, mach so oder auch beim Dressieren, jetzt gerade bei den Macarons? Ja, bei den Macarons, dass da zum Beispiel, wenn man den Teig macht, also bei dem Macaron-Teig, ist es wirklich wichtig, dass man diesen Macaronage, also dass man dann, wenn man das Eiweiß und die Masse von, also das geschlagene Eiweiß mit dem Eiweiß und dem Mandelpulver und dem Staubzucker dann zusammen mischt, ist es wichtig, dass man es lange dann rührt, aber auch nicht zu lange, dass es anfängt zu glänzen. Ja. So Macaronage, so heißt das auf Französisch. Und wenn man dann mit der Teigkarte, also ich mache es dann immer mit der Teigkarte am Ende. Dass du schön... Ja, genau, wenn man das dann so hoch sieht, dass so ein Ruban, so ein Band entsteht. Okay. Genau, es fließt dann so runter. Und es darf halt dann nicht zu langsam, aber auch nicht zu fest runterfließen. Das ist dann die Erfahrung. Ja, genau. Aber ich weiß schon, wenn das glänzt dann so schön das und dann das so, ist genau, dann das so ein... Das dann so runter. Dann weiß man, es ist so eine Eselsbrücke, dann weiß man, okay, jetzt hat das die richtige Konsistenz. Richtige Konsistenz, genau. Okay. Ja. Und dann verwendest du einen normalen Spritzbeutel? Genau, ich habe einen Spritzbeutel, einen normalen Spritzbeutel und eine Dui, das ist eine, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Die Tülle genau. Aber eine ganz kleine Ich nehme die Nummer 9 oder Nummer 10, genau. Zwischen 8, 9 und 10, je nachdem, welche Größe an Macaron ich haben möchte. Okay. Genau. Das sind eher die kleinen, weil sonst, wie gesagt, hat man solche großen. Mir ist das einmal so gegangen, wie ich ganz das erste Mal Brandteig gemacht habe und gespritzt habe. Ja. Dann habe ich so große Dinger gehabt, wie Semmeln. Ist ganz normal, mir ist auch schon alles Mögliche passiert. Aber mein Gott, das zweite Mal passiert es einem dann nicht mehr. Ja, weil das doch etwas aufgeht. Und was auch manchmal hilft, wenn man dann dressiert, also wenn man dann das spritzt, ist es wichtig, also ich in meinem Kopf, ich zähle dann immer mit, zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann hebe ich es wieder, so zum Beispiel. Da kommt bei der Walzer auch zum Tragen. Schön, das ist eine schöne französisch-österreichische Kombination. Genau. Das ist super. Jetzt möchte ich aber noch was von dir wissen. Kochst du auch oder bäckst du nur? Ich koche auch, aber ich muss zugeben, mein Freund Remy, der kocht viel mehr. Okay. Genau, ja. Ich mache eher dann die süßen Sachen trotzdem. Machst du es daheim auch noch? Ja, schon, ja. Echt? Genau. Jetzt ein bisschen weniger,
Aber wenn ich Zeit habe und Zeit finde, dann versuche ich es schon, ja. Aber genau. Probierst du dann daheim einfach andere Dinge aus? Genau, ich probiere dann auch andere Dinge oder ich liebe auch so Früchte schneiden und schnibbeln und so kleine Sachen machen oder dekorieren, genau. Ja, das mache ich schon, ja. Also ich versuche schon, wenn wir zu Hause zu kochen, versuche ich das dann halt auch schön zu präsentieren. Und das ist toll. Ja. Weil so viel Freizeit werdet ihr ja dann gar nicht mehr haben. Nein, haben wir gar nicht mehr so viel. Ja, genau. Ich meine, ja. Es gibt ja dann daneben auch noch etwas zu tun. Genau. Neben dem Backen habt ihr ja noch... die Familie auch treffen, ist uns wichtig auch, genau. Deine Familie lebt in Wien? Ja, unsere beiden Familien leben in Wien, genau. Ja. Sehr schön, die freuen sich natürlich auch immer, wenn sie, wenn sie versorgt werden mit Köstlichkeit. Ja, dann nehmen wir immer was mit am Wochenende. Ja, das denke ich sich. Mir. Genau, ja. Das denke ich mir, das ist schön. Du, und wenn wir schon beim Kochen sind, wo liegen denn deine Vorlieben, wenn es jetzt, man kann auch was Süßes sein natürlich, aber wenn es um Essen geht? Um Essen, ja. Nachtisch oder... Was du magst. Ja, also Nachtisch, vor allem bei österreichischem Nachtisch, ich liebe Germknödel, ich weiß auch nicht, ja. Ich liebe Germknödel, das ist sowas Gutes, ja. Meine Urgroßmutter, die hat öfters Germknödel gemacht, genau, und ja. Also das ist sozusagen auch ein süßer Favorite. Ja. Und bist du wirklich eine Süße? Ja, also jedes Mal, wenn wir wohin essen gehen oder so, das Erste, was ich mache, ich schaue immer die Dessertkarte an oder ich denke sofort an die Süßigkeit. Ja, ich sollte vielleicht weniger Süßes essen. Man sieht es dir nicht an, aber... Ja, ich liebe Süßes, ja. Das macht mich glücklich. Ja, das ist doch schön. Ja. Na super. Das heißt, eigentlich dein Job, du hast deinen idealen Beruf und natürlich auch noch in der Selbstständigkeit. Ja. Das ist ja also für mich ist wirklich mein Traumjob. Ja. Also ich habe ihn wirklich gefunden. Ja. Ja, das macht mir wirklich viel Spaß. Also jeden Tag, wenn ich aufstehe, egal ob ich jetzt im Service bin oder in der Produktion, Na super. Ja. Das freut mich sehr. Das ist schön, wenn jemand mit so viel Herz und Liebe das macht und auch noch so was Gutes rauskommt. Danke. Ich sage herzlichen Dank, Patricia, für dieses nette Gespräch. Danke. Und kann allen nur empfehlen, mal in die Bäckerstraße zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Glas. Man kann ja auch reinschauen. Und wenn man neugierig ist, wie man wirklich Blätterteig macht, das ganze Prozedur oder Croissant-Teig. Wenn man es noch einmal ansehen will. Genau. Kann ja zweimal hintereinander kommen und dann sieht man alles. Genau. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank und alles Gute. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.